Dann darf ich Sie im Namen der Veranstalterinnen und Veranstalter zu unserer Vorlesungsreihe Materialität von Schriftlichkeit begrüßen. Vor allen Dingen begrüßen möchte ich meine Kollegin Ulrike Vetter, die sich die Zeit genommen hat, heute einen Vortrag für uns zu halten. Ich will sie Ihnen wie jeden anderen Referenten, mit anderen Referentin ganz kurz vorstellen. Ulrike Vetter hat Germanistik, Romanistik, Erziehungswissenschaft in Münster und Hamburg studiert, hat dann auch ihre Laufbahn als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg begonnen, ist von dort gewechselt nach Paderborn und dann an die TU Berlin, um dort 2000 eine komparatistische Promotion vorzulegen, die unter dem Titel Geschickte Liebe erschienen ist, Geschickte Liebe zur Mediengeschichte des Liebesdiskurses im Briefroman Les Liaisons Dangereuses und in der Gegenwartsliteratur. Sie ist danach ans ZFL, also ans Zentrum für Literatur- und Kulturforschung hier in Berlin gewechselt, hat dort unter anderem in einem sehr, sehr wichtigen Forschungsprojekt mitgearbeitet, in dem es um Erbe, Erbschaft, Vererbung ging. Aus diesem Projekt ist unter anderem ein einflussreicher STW-Band hervorgegangen, das Konzept der Generation, eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte, Frankfurt am Main 2008, zusammen mit Urhard Panes und Stefan Willer. 2009 dann die Habilitation an der TU, das Testament als literarisches Dispositiv im 19. Jahrhundert, eine Studie, die bei Finck 2011 in Buchform erschienen ist. 2009 Habilitation, 2009 auch gleich die Berufung an die Humboldt-Universität, wo sie bis heute als Professorin wirkt. Sie ist unter anderem Mitherausgeberin der Zeitschrift für Germanistik. Die anderen prominenten Herausgeberinnenrollen will ich jetzt nicht alle aufzählen. Arbeitsschwerpunkt die Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts, Genealogie und Gender. Und unter anderem eben auch Literatur und materielle Kultur. Und das ist der Grund, warum wir Sie eingeladen haben zu dieser Ringvorlesung und warum wir uns eben auch sehr freuen, dass sie zugesagt hat. Im Rahmen dieses Forschungsschwerpunktes ist unter anderem zu erwähnen ein schönes Co-Projekt, das aus einer Kooperation von Berlin und Oxford hervorgegangen ist oder das kurzzeitig zu der Zusammenarbeit geführt hat, im Blick auf die Fragen von Literatur und materieller Kultur, wie sich dort Archive, Bibliotheken und Museen zueinander verhalten, wie überhaupt Ulrike Vetter immer wieder zum Zusammenhang von Literatur und Museum geforscht und gearbeitet hat. Sehr wichtig, ein Handbuch Literatur und materielle Kultur, das bei De Kreuter 2018 als Hardcover erschienen ist und dann 2019 als Paperback-Ausgabe. Ein Handbuch, in dem sie sich unter anderem mit der Sprache der Dinge, mit Erbstücken, mit Gendered Objects beschäftigt hat. Viele Gründe also, warum Ulrike Vetter eine Idealbesetzung für unsere Vorlesungsreihe ist. Heute wird sie zu Stefan Zweigs Autographensammlung sprechen und das ist natürlich besonders vielversprechend, zugleich einen Versuch über die Faszination von Handschriftlichkeit vorlegen. Ulrike, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank, lieber Steffen, für die sehr nette Einführung. Vielen Dank für die Einladung, hier in diesem Rahmen zu sprechen. Also Stefan Zweigs Autographensammlung. Es war eine sehr bedeutende Autographensammlung. Er selbst hat nicht nur von Autographensammlung gesprochen, sondern auch von Werkschriftensammlung. Eine Unterscheidung, auf die ich nochmal zurückkommen werde. Diese Sammlung war sehr umfangreich und von höchster Qualität. In einem seiner Aufsätze mit dem Titel Meine Autographensammlung von 1930 formuliert er: Nicht Zufallsbriefe und Albumblätter von Künstlern, nur Schriften, die den schöpferischen Geist im schöpferischen Zustande zeigen, also ausschließlich Handschriften von oder aus künstlerischen Werken. Eine bemerkenswerte Formulierung, in der vieles schon steckt, was ich im Folgenden besprechen möchte. Ich möchte in drei Teilen vorgehen. Zunächst im ersten Teil Zweigs Sammlung vorstellen und dann im zweiten Teil Autographen als Faszinosum diskutieren unter zwei Gesichtspunkten. Einmal unter dem Gesichtspunkt, ob oder dass die Autographen eine Vergegenwärtigung der Toten leisten. Und dann unter dem Gesichtspunkt oder unter der Frage nach Autographen als Physiognomie des Denkens. Und schließlich in einem dritten Punkt noch über die Frage nach etwas nachdenken, was es bedeutet, Autographen zu sammeln.
Zum ersten Punkt also, zu Zweigs Autographensammlung. Er sammelte Handschriften hochrangiger literarischer Werke, um hier ein erstes Beispiel zu zeigen, ein Blatt von Goethe zum Faust II. Zweig hat auch Handschriften musikalischer Werke, also auch Partituren gesammelt, dazu Briefe, Reden und nicht zuletzt auch bildkünstlerische Arbeiten von literarischen Autoren. Also einige Zeichnungen von Goethe, eine kleine Landschaft von Adalbert Stifter, zwei Zeichnungen von William Blake. Und zudem hat er eine umfangreiche, und ich glaube, man muss es so nennen, Fachbibliothek aufgebaut zu Autographen. Vor allem Autographenkataloge, auch Handbücher. Insgesamt Mitte der 30er Jahre handelte es sich um ein Volumen von 4000 Bänden. Übrigens zählten nicht nur papierne Objekte zu seiner Sammlung, sondern zum Beispiel auch Beethovens Schreibpult, Violine und Geldkassette. Aber heute soll uns das Papier interessieren. Man sieht hier einen Ausriss aus einer kleinen Auflistung von Stefan Zweig. Ich lese das vor und kommentiere das ganz kurz. Also Marie Antoinette ist hier der erste Name, der genannt wird. Das bezieht sich auf Stefan Zweigs, also in seinem Besitz befand sich ein eigenhändiger dreiseitiger Brief der Königin von Frankreich von 1775. Dann steht hier Mozart, Konzert für Horn. Insgesamt besaß Stefan Zweig über 20 Autographen von Mozart, darunter Partituren, Briefe und übrigens auch den Ehevertrag mit Constanze von 1782. Dann haben wir hier Beethoven Jugendtagebuch und Beethoven Chloé, also das Lied mit Klavierbegleitung Der Kuss, also dazu die Partitur. Dann Wagner Rule Britannia, also die Partitur der Ouvertüre von Wagner. Nietzsche Geburt der Tragödie, genauer gesagt, besaß Zweig eine Vorarbeit zur Geburt der Tragödie, nämlich das Manuskript von Nietzsches Essay Die Geburt des tragischen Gedankens. Dann als nächstes steht dort Maupassant, Novelle. Also er hat eine Novelle, also das Manuskript einer Novelle von Maupassant besessen, die Novelle L'inutile Beauté, die vertane Schönheit. Der nächste Eintrag Büchner, Léons. Also er besaß Entwürfe zu Léons und Lena, einige Blätter. La Fontaine Madrigal, also La Fontaines Handschrift seines Gedichtes Madrigal von 1660. Also dies hier einige Beispiele, die Zweig hier selbst verzeichnet hat. Insgesamt umfasste die Autographensammlung im Laufe seines Lebens ungefähr 1000 Exemplare. Neben den hier genannten zum Beispiel auch Autographen von Johann Sebastian Bach und Johannes Brahms, von Lord Byron und Bettine von Arnim, von Honoré de Balzac und Charles Baudelaire, von Peter Altenberg und Martin Buber. Und da bin ich überhaupt erst bei den Buchstaben A und B, die auch mit dieser kleinen Aufzählung keineswegs ausgeschöpft sind. Und ich beziehe mich und bin außerordentlich dankbar für den Katalog, den ich Ihnen hier nenne. Ich kenne den Zauber der Schrift, den Oliver Matuschek erstellt hat. Er hat die Autographensammlung von Stefan Zweig rekonstruiert und einen umfangreich bebilderten Katalog herausgegeben, wo eben auch sämtliche Aufsätze von Stefan Zweig zum Handschriftensammeln enthalten sind. Und ebenfalls einerseits meine nützliche Quelle, andererseits tatsächlich sehr zu empfehlen, das Portal Stefan Zweig Digital, das Portal des Literaturarchivs Salzburg, das nicht nur, nicht nur die Autographensammlung verzeichnet, sondern auch Stefan Zweigs Bibliotheksbestände verzeichnet. Stefan Zweigs Sammlung lässt sich als integraler Teil seines literarischen Werkes verstehen, wenn man beispielsweise an seine Übersetzungen, Nachdichtungen, Kommentierungen bewunderter Autoren denkt, denen er sich über das Studium ihrer Autographen genähert hat. Des Weiteren fungieren die Autographen auch als Quellenmaterial für seine historisch-biografischen Studien, also beispielsweise Marie Antoinette, und tauchen schließlich auch als Motiv in Zweigs literarischen Texten auf, mit einigen Verschiebungen, zum Beispiel in der Erzählung Die unsichtbare Sammlung. Alle seine gesammelten Autographen hat Stefan Zweig
seit dem Ende der 1890er Jahre, als junger Mann, er ist 1881 geboren, hat also schon als Gymnasiast und junger Mann gesammelt. Er hat es erworben, geschenkt bekommen, getauscht, seinerseits verliehen und auch wiederum selbst verkauft und verschenkt. Als Stefan Zweig im Februar 1934 nach London emigrierte, verblieb seine Sammlung in Salzburg. 1936 verkaufte er von London aus über einen Wiener Antiquar hunderte seiner deutschen Manuskripte an den Zürcher Bibliophilen Martin Bodmer und gab 1937 zahlreiche Manuskripte, hauptsächlich zeitgenössischer Autoren, auch Widmungsexemplare von Büchern an die österreichische Nationalbibliothek und etliche Autographen an die Jewish National and University Library in Jerusalem. Aber auch in London, beziehungsweise dann ab Sommer 1939 in Bath, wo er dann lebte, schließlich auch im brasilianischen Exil, das er 1940 erreichte, also auch dort an diesen verschiedenen Orten, erwarb er weiterhin einzelne Autographen. Dies wohl auch nicht zuletzt als Wertanlage zur Sicherung seines Kapitals. Sind doch Autographen, wie der Archivleiter der Max-Planck-Gesellschaft Eckhard Henning in seiner Autographenkunde formuliert hat, als Kapitalanlage besonders als sogenanntes Fluchtgepäck geeignet. Eine letzte Erwerbung Stefan Zweigs ist für den August 1941 bezeugt, also als er in Brasilien gewesen ist. Nach dem Selbstmord, den er und seine Frau Lotte am 23. Februar 1942 begingen, übergaben die Erben den größten Teil der noch vorhandenen Sammlung, also das waren dann ungefähr noch 200 Stücke, die in England gesichert waren und die er eben zum Teil in Brasilien hatte. Also die Erben haben dann den größten Teil an die British Library übergeben, wo die Dinge auch liegen. In seiner Autobiografie Die Welt von gestern, Erinnerungen eines Europäers, das Manuskript hat er 1941 in Brasilien verfasst. Die Autobiografie ist dann posthum im Herbst 1942 in Stockholm bei Bermann Fischer erschienen. Also in dieser Autobiografie hat Stefan Zweig das Ende seiner Sammlung kommentiert. Ich zitiere. Dann entschloss ich mich, gemäß Goethes mahnendem Wort, dass Museen, Sammlungen und Rüstkammern, wenn man sie nicht fortentwickle, in sich erstarren, lieber Abschied zu nehmen von einer Sammlung, der ich meine gestaltende Mühe nicht mehr geben konnte. So klage ich dem einst Besessenen nicht nach. Denn wenn wir Gejagten und Vertriebenen in diesen Zeiten, die jeder Kunst und jeder Sammlung Feind sind, eine Kunst noch neu zu lernen hatten, so war es die des Abschiednehmens von allem, was einstens unser Stolz und unsere Liebe gewesen ist. Zitat Ende. Die Kunst des Abschiednehmens, die Zweig hier von sich selbst fordert, kann als eine Kunst des Überlebens verstanden werden. Ein Überleben, das nichts Triumphierendes hat, sondern das an die Grenze der Selbstaufgabe geht. Nicht von ungefähr vollzieht Zweigs Sprache hier den bemerkenswerten Übergang von der Figur des Besessenen zu der des Gejagten und Vertriebenen. Mit seinen Sammlungen sowie seinen Überlegungen dazu knüpft Stefan Zweig an einige Sammlungs- und Erkenntnistraditionen an, die im Folgenden skizziert werden sollen. So möchte ich zunächst erörtern, was eigentlich das Besondere, ja das Faszinierende an Autographen ist, das schon aus der eben zitierten Formulierung »So klage ich dem einst Besessenen nicht nach« spricht. Denn diese Formulierung ist ja durchaus doppeldeutig oder zumindest klingen hier zwei Aspekte an. Das Besessene im Sinne von Besitz und der Besessene im Sinne des manischen Sammlers. Dass beides tendenziell ineinander übergeht, ist Element der Faszinationsgeschichte des Autographen, die nun genauer betrachtet werden soll, um zu fragen, was die Magie der Handschrift ausmacht. Im Anschluss dann, ich habe es eingangs schon gesagt, die Frage, was es bedeutet, Autographen zu sammeln. Nach welchen Kriterien wird gesammelt? Worauf zielt das Sammeln? Und wie verändern Autographen sich womöglich, wenn sie Teil einer Sammlung werden? Dass Stefan Zweig sich, wie hier eben zitiert, bei seinem Abschied von der Sammlung ausgerechnet auf Goethe bezieht, ist kein Zufall. Denn zum einen ist, wie bereits gesehen, Goethe in Form von Autographen ein Teil von Zweigs Sammlung gewesen.
Und zum anderen ist er seinerseits als Autographensammler hervorgetreten, auch wenn Stefan Zweig mit Goethes Sammlung nicht so richtig zufrieden war. Darauf komme ich gleich zurück. Komme also jetzt zum zweiten Punkt, Autographen als Faszinosum. Ich zitiere: Ein gehäufter Wust verstaubter, gebräunter, zerfallener, beschmutzter Papierblätter, ein raschelndes Durcheinander von Briefen, Akten und Dokumenten, ein Krümel abgetaner, unlebendiger Dinge. So beschreibt Stefan Zweig in seinem Aufsatz Die Welt der Autographen von 1923 eine Sammlung von Handschriften. So könnte man sie sehen, würde man die schiere Materialität betrachten. Allerdings ist dieser Blick in Zweigs Perspektive natürlich ein rhetorischer Kniff, um anschließend das Gegenteil des hier Formulierten, nämlich das, was über die schiere Materialität hinausreicht, umso stärker herauszustellen. Denn in seinen Augen sind Autographen vielleicht verstaubt, beschmutzt, ein Durcheinander, aber keineswegs unlebendige Dinge, im Gegenteil. Sie stehen für Leben im mehrfachen Sinne. In seinem Essay Handschriften als schöpferische Dokumente spricht Zweig zustimmend von den Lebensspuren, das ist das zweite Zitat hier auf der Folie, die Lebensspuren, wie Goethe, der erste Liebhaber, die Autographen nannte. Ich bin jetzt bei dem Punkt zur Vergegenwärtigung der Toten, paradoxe Phänomenalität. Zunächst meint das Lebendige des Autographen hier die Lebensspuren, die ein Künstler, eine Autorin oder ein Komponist auf Papier hinterlässt. Das Autograph hält die Handschrift fest, egal ob sie aus Buchstaben oder Noten besteht, aus einer Skizze oder einem Gekritzel. Es hält aber bekanntlich ebenso andere Spuren fest, die auf einen einstmals lebenden Urheber verweisen. Flecken, Knicke, Markierungen, Durchstreichungen. Doch auch jenseits solcher materieller Spuren fungiert das Autograph als ein Medium der Übertragung von Leben über den Tod hinaus. Dies gilt etwa für die justiziable Form eines Testaments, in der es, jedenfalls im eigenhändig niedergeschriebenen, also dem Holographentestament, die Handschrift des Testierenden ist, die das Erbe regelt und damit die Übertragungen von Todeswegen autorisiert und so den Verstorbenen nach seinem Tode noch zum Handelnden macht und ihn in gewisser Weise verlebendigt. Folglich heißt es, das sozusagen in Klammern angefügt, in einer Reichsgerichtsentscheidung 1884, die die Anerkennung des eigenhändigen Testaments in Deutschland und seine Einführung einige Jahre später im BGB gefördert hat. Das heißt dort nämlich, das eigenhändige Testament ist nämlich keine bloße Beweisurkunde, sondern der letzte Wille selbst. Und dieser Wille ist an die Handschrift gekoppelt. Auch auf einer anderen Ebene lässt sich das Autograph als ein Medium der Übertragung von Leben über den Tod hinaus erkennen, auf der Ebene, um darauf nochmal zurückzukommen, der Materialität. Denn Objekte haben bekanntlich eine andere Lebensdauer als Subjekte und können also länger existieren als diejenigen, die sie gemacht oder genutzt haben. Das gilt selbst für so fragile Objekte wie ein papiernes Autograph. Insofern verweisen die Autographen auch auf die Zeit, die seit ihrer Verfertigung vergangen ist, und die sie, wie ein gehäufter Wust, wie eben gehört, aussehen lässt. Dank solcher Spuren vermögen Autographen, eine Verbindung zwischen Zeiten ebenso zu stiften wie eine Verbindung zwischen den Toten und den Lebenden. Davon erzählt ein Roman von Henry James, The Aspirant Papers von 1888, ins Deutsche übersetzt als Asperns Nachlass. In diesem Roman ist ein Literaturhistoriker, der Herausgeber des längst verstorbenen fiktiven Dichters Aspern, auf der Jagd nach unbekannten Manuskripten seines verehrten Dichters. Dabei stößt er auf eine uralte Frau, die ihn nicht nur deshalb fasziniert, weil sie, die als junge Frau angeblich Asperns Geliebte war, noch Briefe von Aspern haben könnte, die der Herausgeber einerseits als Documents bezeichnet, aber auch als Sacred Relics, als heilige Relikte. Darüber hinaus aber, und darum geht es in dem Text auch immer wieder, sollen die Augen dieser uralten Frau den Dichter noch gesehen haben. Ihre Hand soll ihn noch berührt haben. Und so versucht dieser Literaturhistoriker im Roman nun seinerseits immer wieder ihre Hand zu berühren
und einen Blick aus ihren Augen zu erhaschen, wie es hier heißt im Englischen, to look into a single pair of eyes into which his had looked, or to feel a transmitted contact. Moment, jetzt ist das hier gerade versperrt. Entschuldigung. In any aged hand that his had touched. Also er versucht, das Gefühl eines indirekten Kontakts zu erhalten. Und zudem versucht er natürlich, die Papiere zu ergattern, die es noch geben soll, denn they, the papers, made my life continuous in a fashion with the illustrious life they had touched at the other end. Ins Deutsche übersetzt, in gewisser Weise machten sie, also die gesuchten Papiere, mein Leben zu einer Fortsetzung des berühmten Lebens, das sie an ihrem anderen Ende berührt hatten. Eine parallele Geschichte von einer solchen Verbindung zwischen den Toten und den Lebenden durch die Papiere erzählt Stefan Zweig in seiner Autobiografie Die Welt von gestern, als er erfährt, dass seine alte Nachbarin noch Goethe gesehen habe, wenn auch nicht mit Bewusstsein, dass nämlich Goethe bei ihrer Taufe zugegen gewesen sei. Das heißt dort, ein Mensch, ein atmendes, lebendes Wesen, das noch Goethes dunkles, rundes Auge bewusst und liebevoll angeblickt. Auch hier findet sich eine Doppeldeutigkeit in Zweigs Formulierung, die vielleicht kein Zufall ist. Wer hier wen liebevoll angeblickt, Goethe den Täufling oder das kleine Kind den großen Dichter, ist in grammatischer Hinsicht uneindeutig zwischen passiv und aktiv formuliert. Diese Doppeldeutigkeit von Sehen und gesehen werden macht aus dem Verhältnis eines Subjekts, eines Dichters oder Sammlers zu einem Objekt, einem Blickobjekt, einem Sammelobjekt, eine bilaterale Beziehung. In ähnlicher Weise ist auch die Beziehung des Autors eines Autografen zu seinen möglichen Lesern und die des Sammlers zu seinen Autografen doppeldeutig. Das Testamentarische der Schrift adressiert sich an die Überlebenden, die Nachkommen, die nächsten Generationen, während der Sammler seinerseits das Begehren hat, mit den Toten zu sprechen. To speak with the dead, um eine Formulierung von Stephen Greenblatt aufzugreifen. Es lässt sich also in dieser Perspektive durchaus von einer Vergegenwärtigung der Toten im Autograph sprechen. Das bezeichnet auch Goethe als ein Motiv seiner Autographensammlung. So spricht er in einem Brief 1806 davon, Zitat, Autographa zu sammeln, um uns auch Entfernte und Verstorbene zu vergegenwärtigen. Einige Jahre später bezeichnet er die Autographensammlung auch, ich zitiere nochmal, als den unschuldigsten Zauberkreis, abgeschiedene oder entfernte Geister heranzuziehen. Stefan Zweig setzt mit seinem Essay Die Welt der Autographen gleichsam hier an, wenn er formuliert, ich zitiere, nur dann, wenn man solche Blätter als die sichtbaren Reliquien von Unsterblichen, als die sinnlichen Lebensspuren großer Existenzen ahnend erfasst, nur dann kann ein geistiges und geisterhaftes Leben von diesen abgestorbenen Blättern in uns überklingen, ein Gefühl fast spektraler Gegenwart, wie sie wohl kein anderes Medium der Beschwörung ähnlich körperhaft erreicht. Zitat Ende. Lässt man die eher enthusiastisch-pathetischen Formulierungen beiseite, dann tritt die interessante Denkfigur einer spektralen Gegenwart hervor, die an die Handschrift, an die Autographen gebunden ist und hier von Stefan Zweig sowohl geisterhaft als auch körperhaft genannt wird. Ein Zugleich also von Anwesenheit und Abwesenheit. Da kann man jetzt an Jacques Derridas Theorie der Spektralität denken, wie er sie in seiner Schrift Marx Gespenster entwickelt hat, am Beispiel von Shakespeares Drama Hamlet. An Hamlet erläutert er einige Grundzüge einer solchen spektralen Beziehung zu den Toten. Denn in Hamlet ist der rachefordernde Ghost des toten Vaters unerreichbar und zugleich omnipräsent. Er erscheint materiell, denn er trägt Rüstung und Visier und zugleich ist er ein questionable shape, ein fraglicher Schatten. Er ist abwesend und zugleich präsent. Und an diesem Beispiel formuliert Derrida
Also er nennt das eine übernatürliche und zweifellos paradoxe Phänomenalität, die flüchtige und ungreifbare Sichtbarkeit des Unsichtbaren, die berührbare Unberührbarkeit von jemandem als jemand anderem. Derrida weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Spektralität nicht nur eine Markierung der Toten ist, die dadurch auf paradoxe Weise gegenwärtig sind, sondern eine Markierung des kulturellen Erbes insgesamt. Also all dessen, was von den Toten auf uns, die Lebenden, gekommen ist. Dabei handele es sich, so Derrida, nicht um ein Erbe, das einfach auf uns kommt, das wir Gegenwärtigen uns einfach aneignen könnten, sondern um eines, das diese genannte paradoxe Phänomenalität zum Ausdruck bringt. Jede Traditionsbildung, jedes Nachleben ist dadurch gekennzeichnet. So wie auch Stefan Zweig die Erinnerung und Vergegenwärtigung der Toten in ihren Autographen als Paradox zwischen geisterhaft und körperhaft beschreibt. Wenn die Literatur- und Kulturwissenschaft, um noch einmal Stephen Greenblatt zu zitieren mit seiner berühmten Formulierung, vom Desire to speak with the dead motiviert ist, dann kann ihre Arbeit als der Versuch verstanden werden, aus den Archiven und Akten, aus den Überlieferungen und Überresten der Vergangenheit die Stimmen der Toten vernehmbar werden zu lassen. Dieses Desire prägt auch Stefan Zweigs Autographensammlung. Denn sein Interesse gilt dem Erkennen des schöpferischen Augenblicks, in dem ein großes Werk Materialita entsteht. Also in den Autographen soll der produktive künstlerische Prozess entziffert werden kommen. Und damit komme ich zu dem zweiten Aspekt des Faszinosums der Handschrift in den Autographen, nämlich die Physiognomie des Denkens. In seinen Essays über Autographen hat Stefan Zweig immer wieder den Versuch thematisiert, des schöpferischen Augenblicks habhaft zu werden und jenen kreativen Prozess betrachten zu können, in dem etwas Neues entsteht, in dem ein Kunstwerk Kontur gewinnt, in dem Autor und Werk sich wechselseitig konstituieren und zugleich sich voneinander zu lösen beginnen. Für diesen schwer beschreibbaren Moment hat Stefan Zweig in seinen Überlegungen zum Autograph zahlreiche Bilder gefunden. Ein Bildfeld ist Hitze und Kälte. So konfrontiert er beispielsweise in einem seiner Essays die, wie er sagt, zuckende, heiße, chaotische Urschrift mit der schon erstarrten Reinschrift, also ein energetisches Modell von Hitze und Kälte. Er spricht auch vom feurigen Fluss des Produktiven. In einem anderen Text, Sinn und Schönheit der Autographen, analogisiert Stefan Zweig seine Aufmerksamkeit für die Genese eines Textes, die im Autograph erkennbar sei, mit der Evidenzerzeugung durch ein visuelles Medium. Ich zitiere: Wir erleben auf einem solchen Blatt das Wunder, dass, wie durch eine Röntgenfotografie, das sonst unsichtbare Skelett des Menschen, hier durch die Magie des Autographs, der sonst unsichtbare Augenblick der Inspiration plötzlich sichtbar wird. Zitat Ende. Allerdings ergibt sich diese Sichtbarkeit nicht von selbst. Vielmehr erfordert eine solche Evidenz eine bestimmte Blick- und Lektürehaltung, die an den zeitgenössischen Ausdruckstheorien geschult ist. So haben beispielsweise Ludwig Klages mit seiner berühmten Studie Schrift und Charakter von 1917 oder Walter Benjamin, dessen Vater selbst eine bedeutende Autographensammlung hatte, mit ihren sehr unterschiedlichen Schriften zu Ausdrucksgesten und zur Graphologie an physiognomische Traditionen des 19. Jahrhunderts angeknüpft. Dabei hat Walter Benjamin gegenüber Klages darauf bestanden, ich zitiere, dass die Erklärung der Handschrift als fixierte Ausdrucksbewegung nicht hinreicht. Und er hat sich, das zeigt hier der zweite Teil dieses Zitats aus Benjamins Rezension, er hat sich gegen eine populäre Graphologie gestellt, die, wie es dann heißt, in ihren vulgären Vertretern sich an die Neugier und an die Klatschsucht der Spießer wandte, um denen nun die Wahrheit über Kreti und Pleti, eine Galerie entschleierter Charaktere von der Urahne bis zur Stütze der Hausfrau, zu eröffnen. Zitat Ende. Eine Graphologie, die auf die Entschlüsselung oder Bloßstellung eines Charakters durch Handschriftenanalyse zielt, lehnt auch Stefan Zweig vehement ab.
Ebenso wenig ist er am simplen Sammeln von Autogrammen interessiert, das, wie er sagt, so viele Dilettanten betreiben, obwohl doch, wie er schreibt, die Unterschrift bei jedem Menschen unter seinen Schriftzügen der automatischste ist. Es ist die Banalisierung der Autographen sowohl durch bloßes modisches Habenwollen als auch durch allzu simple Deutungsmuster, gegen die der Historiker, Essayist und so weiter Thomas Carlyle sich in seinem bekannten Albumeintrag wendet. Ein Albumeintrag von 1873, in dem er eine Young Lady, die ihn um einen Eintrag in ihr Album gebeten hat, vor dem Autographensammeln warnt, das zu nichts führe, zumal wenn es sich offenbar um Autographen in Anführungszeichen handelt, die bloß zum Zweck des Sammelns angefertigt werden. Ich zitiere: "Quit that of autographs, dear young lady. That is a weak pursuit which can lead you to nothing considerable." Also diese schwache Leidenschaft, also lassen Sie das bleiben, junge Frau, ja, young lady, lassen Sie das bleiben, ein solches Sammeln von Autographen, das ist nur eine schwache Leidenschaft, ein schwaches Projekt, das Sie zu nichts Bedeutendem führen wird. Diese Schwache, dieses Weak, zeigt sich ja auch in dieser Bleistiftkritzelei. Also mehr hat Carlyle dann auch als Autograph tatsächlich hier nicht hergegeben. Diese weake Leidenschaft für das Autographensammeln bloß um des Sammelns willen ist 1873 nichts Neues. Sind doch Autographauktionen schon seit dem frühen 19. Jahrhundert bekannt. 1822 war in Paris der erste Autographenkatalog erschienen. Und gegen einen solchen weak pursuit hatte auch Goethe schon in gewisser Weise gearbeitet. Mit Hilfe der Technik der Lithografie konnte er seine Manuskripte faksimilieren, also vervielfältigen, eine technische Möglichkeit, die seit 1797 existierte. Und damit begegnete er der steigenden Bitte um Goethe-Autographen, denn diese lithografischen Reproduktionen verschenkte er als vermeintliche Originalhandschriften, um die stetig wachsende Nachfrage zu befriedigen. So schildert das beispielsweise dieser wunderbare Katalog zur Materialität der Weimarer Kultur, der Weimarer Klassik, Kultur des Sinnlichen. Also das ist einerseits so eine Abwehrstrategie, aber möglicherweise ist es auch eine Strategie, um den indezenten Blick auf das Schreibsubjekt qua Autograph zu verhindern. Also das, was Stefan Zweig eigentlich anstrebt, nämlich dem Autor im Autographen nahe zu kommen und seine Schreibgeheimnisse erkennen zu können. Kurz noch aus einem Brief, den Goethe an Johann Jakob und Marianne von Willemert 1830 geschrieben hat. Ich zitiere: "Gar oftmals wird ein handschriftlich Blättchen von mir verlangt, deshalb habe ich mich an die Allhelferin der Lithografie gewendet." Und so weiter. "Nach Umständen lässt sich wohl eins und das andere an den rechten Mann bringen. Einige lege ich bei, verlangen Sie deren mehr, so werden Sie gern folgen." Ein solches Sammeln um des Sammelns willen, auf das Goethe hier mit der Allhelferin der Lithografie antwortet, verfolgt Stefan Zweig nicht. Seine Deutungsarbeit richtet sich, um eine Formulierung des französischen Autors Alphonse de Lamartine aufzugreifen, auf das Autograph als Physiognomie des Denkens. Hier wird Denken nicht als ein festgefügtes Welt- oder Charakterbild verstanden, sondern als ein kreativer Prozess, in dem geistige Inspiration und körperliche Gesten in einem Schriftbild zum Ausdruck kommen, aus dem sie wiederum ablesbar sind. In seinem Essay "Die Autographensammlung als Kunstwerk" hat Zweig betont, dass es ihm eben darum gehe, den Mythos der Schöpfung zu entschleiern, und zwar mit der gleichen Leidenschaft wie ein Philologe, aber von einer anderen Seite her. Das Pathos der Individualität, so hat Thomas Machow mal sozusagen das Pathos, das mit der Handschrift, mit der individuellen Handschrift einhergeht, genannt. Das Pathos der Individualität, das seit dem 19. Jahrhundert mit der Handschrift verbunden ist, findet sich auch in Stefan Zweigs Überlegungen. Auch ihn fasziniert das Auratische, das Authentische des handschriftlichen Manuskripts.
das aber in seinen Augen nicht aus dem darin vermeintlich sichtbaren Abdruck eines Charakters erwächst, sondern eben aus dem Einblick in die Genese eines Textes. Stefan Zweig spricht in einem seiner Essays selbst vom genetischen Prozess. Er nutzt also in diesem Essay aus dem Jahr 1930 eine Formulierung, die uns heute in der Literaturwissenschaft mit Blick auf Schreibforschung, Kritik, Genetik und so weiter ganz geläufig ist. Kein Wunder also, könnte man sagen, dass in Stefan Zweigs Sammlung auch jener Autor vertreten ist, der auch für die Schreibszenenforschung eine wichtige Quelle darstellt. Und natürlich sehen Sie das auf einen Blick, was das ist, weil es eine ikonische oder ikonisch gewordene Handschrift ist. Es handelt sich also hier um ein Autograph von Franz Kafka, das Stefan Zweig besessen hat, ein Manuskriptblatt aus dem Roman Der Verschollene, das Stefan Zweig 1935 von Max Brod geschenkt bekam. Ich will hier jetzt nicht zu weit ausgreifen, aber es gibt ja diese sehr einleuchtenden Überlegungen von Jost Schillemeit zum genetischen Prozess dieses Romans Der Verschollene von Kafka mit seinen semiotischen Dimensionen. Also Schillemeit hat das wunderbar herausgearbeitet mit Blick auf die Veränderungen der Handschrift, auf Tintenwechsel, Streichungen und Unterbrechungen des Schreibens, die sich eben, wie Schillemeit gezeigt hat, im Roman auf der Ebene des Erzählens selbst spiegeln. Noch ein weiteres Beispiel aus Stefan Zweigs Autographensammlung, ein Autograph von Arthur Schnitzler. Also das handelt sich hier um das komplette Manuskript, also fast 300 Seiten hier in diesem Schreibbuch zu Schnitzlers Stück Ruf des Lebens, ein Geschenk, das Schnitzler selber Zweig gemacht hat. Und hier verweise ich auch nur in Klammern auf die derzeit entstehende digitale historisch-kritische Schnitzler-Edition von Wolfgang Lukas und Andrew Weber, Arthur Schnitzler Digital, die dem aktuellen digital induzierten philologischen Standard entsprechend selbstverständlich auch diese Materialien, die handschriftlichen Materialien, in die Textdarstellung einbezieht oder einbeziehen wird. Und noch ein letzter, ebenfalls materialitätsorientierter Gedanke noch zum Autograph als Physiognomie des Denkens. Dass nämlich die Genese von Texten an den Körper und an das Gestische des Schreibens gebunden ist und dass diese Gebundenheit an den Körper im Autograph sichtbar ist, hat auch der Historiker Carlo Ginzburg betont. Damit schließt er gewissermaßen an die bereits angeführte Idee der Lebensspuren an. Ich zitiere Ginzburg: So erklärt sich vielleicht die durch das Autograph ausgelöste Erschütterung. Sie erinnert uns daran, dass hinter der Unkörperlichkeit von Text, die seine Reproduzierbarkeit garantiert, Männer und Frauen aus Fleisch und Blut existieren oder existiert haben. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Teil, zum Sammeln. Was bedeutet es nun, diese Spuren von Leben und kreativem Prozess zu sammeln? In seinem Essay Meine Autographensammlung formuliert Stefan Zweig, seine Sammlung solle ein enzyklopädisches Charakterbild der schöpferischen Produktionsweise sein. Ein enzyklopädischer Anspruch also prägt sein Sammeln, zielt es doch darauf, jeden Künstler im inspiriertesten Augenblick zu dokumentieren. Ja, das Zitat aus dem Essay: Mir ist es hauptsächlich darum zu tun, von jedem schöpferischen Menschen wenigstens ein Schöpfungsdokument zu haben, und zwar, wenn erreichbar, eines, das den genetischen Prozess sehr charakteristisch zeigt, und am allerliebsten eines, das in der Niederschrift den Schöpfer womöglich im inspiriertesten und intensivsten Augenblick seines Daseins darstellt. Damit folgt Zweig einem ganz anderen Sammlungsideal als etwa Goethe, der seine Autographensammlung zunächst, wie er in einem Brief an Cotta 1806 schreibt, zu einem löblich-pädagogischen Zweck anlegt, nämlich um seinen Sohn mit Hilfe der Autographen, Zitat, auf bedeutende Männer der Gegenwart und Vergangenheit aufmerksamer zu machen, als es die Jugend sonst wohl zu sein pflegt. Der Sohn allerdings verliert dann rasch das Interesse, und Goethe überführt seine Beispielsammlung in eine systematische, fast 2000 Stücke umfassende Sammlung. Anders aber als die Sammlung Stefan Zweigs 100 Jahre später, interessiert Goethe sich weder für die materielle Qualität, er sammelte auch zerrissene Blätter,
noch für Inhalte. Seiner Sammlung, und ich zitiere aus einem Aufsatz von Sebastian Böhmer, warum Goethe Autographe sammelte, also Goethes Sammlung liege, Zitat, kein archivarisches Interesse, also das Besitzen und Bewahren von Wissen zugrunde, Goethe liest die Texte nicht. So pointiert Sebastian Böhmer. Jedes Autograph gewinnt für Goethe seinen Wert also, wie bereits besprochen, im Versammeln der Geister der Entfernten und Abgeschiedenen, aber auch als Element einer gesammelten Serie, in die es einzuverleiben ist. So schreibt Goethe 1812 an Eleonora von Vlies, ich zitiere, ihr gehaltreiches Paket überraschte mich gerade an einem tristen Tage, wo ich nichts Erfreuliches zu erwarten hatte. Sogleich war ich aufgeregt und aufgemuntert, diese neuen Beiträge zu katalogieren, einzurangieren und mich dabei an dem Anschwellen meiner Hefte zu erfreuen. Das, was hier Freude macht und Erwähnung findet, ist nicht das je besondere Autograph, sondern das Katalogisieren und Einsortieren, die Fülle. Da es noch keinen etablierten Autographenhandel gibt, versucht Goethe mit Hilfe seiner Verbindungen und Korrespondenzen die Sammlung zu erweitern. So lässt er beispielsweise durch die Vermittlung des Weimarer Ministers Christian Gottlob von Vogt historisch interessante Unterschriften für seine Sammlung aus den Akten des herzoglichen Archivs herausschneiden. Kein Wunder also, dass Stefan Zweig Goethe zwar den Vater der deutschen Autographensammler genannt hat, Goethes Sammlung aber dann doch nur, ich zitiere, verhältnismäßig sehr schlechte Resultate bescheinigt hat. Stefan Zweig setzt sich aber auch von jener zeitgenössischen Wissenschaft ab, die Sammlungen von Handschriften in nationale Archive für Literatur überführen will. Solche Archive für Literatur, wie Wilhelm Dilthey sie 1889 in seiner berühmten Rede propagiert hat, die wahrscheinlich in diesem Kontext und in diesem Hause immer wieder zitiert wird, solche Archive sollen bekanntlich dazu dienen, einerseits den Wunsch der Hermeneutik verfolgen zu können, den Autor aus seinen Handschriften besser zu verstehen als dieser sich selbst, und andererseits die Handschriften bzw. künstlerischen Nachlässe in Nationalbesitz zu überführen. Damit soll auf der einen Seite den Bedrohungen begegnet werden, denen die Handschriften ausgesetzt sind und die Dilthey plastisch beschreibt. Ich zitiere, Familien sterben aus und ihr Nachlass kommt unter den Hammer. Sie verarmen und müssen sich der raumbeengenden Makulatur entledigen. Unwürdige Familienmitglieder verschleudern. Wasser und Feuer, Staub und Mäuse zerstören. Auf der anderen Seite zielt Wilhelm Dilthey darauf, die Dokumente der Literaturgeschichte in nationale Monumente zu verwandeln. Nach seiner Vorstellung wären solche Archive, und ich zitiere weiter, an denen die Handschriften unserer großen Schriftsteller erhalten und vereinigt lägen, Pflegestätten der deutschen Gesinnung. Sie wären eine andere Westminster-Abtei, in welcher wir nicht die sterblichen Körper, sondern den unsterblichen idealen Gehalt unserer großen Schriftsteller versammeln würden. Solch ein nationaler Impuls liegt Stefan Zweig fern. Nicht zufällig heißt seine im Exil geschriebene Autobiografie Erinnerungen eines Europäers. Zudem ist er kein Archivar, sondern ein Sammler, Leser und Autor. Denn um die Autographen dem Staub, den Mäusen und der Unaufmerksamkeit zu entreißen, müssen sie gelesen werden, entziffert, in Sinnzusammenhänge gestellt, zu Sammlungsgegenständen gemacht, mit Imaginationen versehen und weitergeschrieben werden. Mit seiner manchmal vielleicht bedenklichen, hier aber, wie ich finde, durchaus augenöffnenden Emphase hat Stefan Zweig, dies ein letztes Zitat, vom magischen Medium der Autographen gesprochen, die vom Leben ihrer Autoren nicht nur zu zeugen vermögen, sondern es gleichsam vergegenwärtigen. Und ich will jetzt zum Schluss noch eine Folie zeigen, ein Bild zeigen, und aber habe absichtlich jetzt nicht ein magisches Autograph gewählt, sondern die Einreisekarte von Stefan Zweig in Brasilien, wo man natürlich einerseits Bild, Urkunde, Vordruck und Handschrift und wiederum auch Stempel und weitere Überschreibungen sehen kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.